Moin, heute stelle ich dir die drei Grundtöne des Beatboxens vor. Die Kickdrum, die Hi-Hat und die Snare. Mit diesen Sounds kannst du auf jeden Fall schon deine ersten eigenen Beats machen. Ja, Beatboxen lernen am Anfang ist eigentlich ziemlich leicht, weil diese Töne, die Grundtöne, sich ziemlich stark am Alphabet orientieren. Das heißt, Kickdrum ist einfach ein P ohne das E. Und das hört sich dann ungefähr so an. Mit ein bisschen Übung kriegst du den Sound auch etwas druckvoller hin und das hört sich dann zum Beispiel auch besser über das Mikrofon an. Mit der Hi-Hat ist das eigentlich ziemlich genauso. Wir haben einen T, nur dass man den Vokal nicht ausspricht. Also sowas wie T, 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 T. Ja, und als letztes erkläre ich dir noch kurz die Outboard K-Snare. Die ist, wie der Name schon sagt, ein K. Und das hört sich dann so an. Eigentlich ziemlich einfach, oder? Wenn du diese drei Töne kannst, dann können wir jetzt auch schon den ersten Beat üben. Ich würde dir einfach einen vormachen und du kannst ihn für dich selbst dann nochmal durchgehen. Ja, das war's schon mit meinem ersten Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau dir auf jeden Fall auch noch meine anderen Beatbox-Videos an. Da wird es noch einiges mehr an Anleitungen geben, wo du ein bisschen was mitnehmen und lernen kannst, wenn du Bock hast. Ja, ich freue mich über Anregungen und Kritik. Wünsche dir viel Spaß beim Üben. Bis bald.